So, hallo liebe Campingfreunde, die es mal werden wollen. Ich bin der Chris. Ich bin die Mirjam. Und zusammen waren wir Camping mit Herz. Waren wir, weil ihr seht, wir sind getrennt durch die schwere Wand. Ist natürlich Quatsch. Nein, wir trennen uns nicht, bevor hier Gerüchte aufkommen. Wir haben jetzt die Markise aufgebaut, zeige ich euch jetzt gleich. Und jetzt werden wir euch zeigen, wie man zu der Firma Caravan Store ZIP das passende Vorzelt aufbaut. Richtig? Richtig. Okay, wir haben uns jetzt alle unsere Stangen zurechtgelegt, zurechtgestellt, da wo sie hingehören. So solltet ihr das auch machen, so habt ihr ein bisschen Ordnung. Wie ihr das macht, entnehmt ihr einfach der Anleitung. Das ist jetzt etwas schwierig, euch das zu erklären. Wenn ihr euch alles zurechtgelegt habt, könnt ihr mit dem Aufbau anfangen. Die Miriam nimmt sich jetzt einfach mal die erste Stange. Die kommt jetzt da oben zwischen. Das ist quasi die Stützstange, die Spannstange. Ich sehe es schon kommen, ich werde da gleich drücken müssen. Weil die ist relativ schwer da reinzukriegen. Okay, Madame hat es geschafft. Da haben wir es wieder, Madame. Was, bitte? Nix, alles gut. Machen wir weiter. Danke. Die Stange ist drin. Jetzt machen wir das gleich auf der anderen Seite. Gehen wir rüber. Ich hoffe, das kann man alles ganz gut sehen. Weil das ist jetzt Gegenlicht, das ist etwas schwierig immer. Ein bisschen näher dran. Da ist so ein kleines Löchlein, da wird hier reingeführt. Und da oben habt ihr, ich hoffe, das kann man jetzt sehen, so eine Einführungsöse, sage ich mal, wo das eingeführt wird. So, Miriam ist schon wieder weiter. Nächste Stange, das ist die Mittelstange. Auch da ist oben so ein Loch drin, da kommt die rein. Und die andere Seite wird auch in so eine Öse in der Sackmarkise gespannt. Das heißt, das muss man jetzt da reinführen. Dann ein bisschen körperliche Gewalt üben. Warte, ich helfe dir. Nein, brauchst du nicht. Ich muss mich hier nur umsortieren. Wenn wir haben sich umsortiert, kann ich euch die Öse zeigen, wo das reinkommt. Und hier auf der anderen Seite das Loch. So sieht's aus. Ich halte das hier mal fest. Wie gesagt, diese Stange könnt ihr jetzt spannen. Und wenn die straff genug ist, dreht ihr einfach dieses Teil in der Mitte. Nein, ihr dreht einfach die rechte Stange. Und damit ist sie fest. Perfekt. Teil 3 abgeschlossen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen hantieren. Passt. Ja, ist gerade. Alles gut. Auch da müsst ihr natürlich jetzt die richtige Höhe einstellen, damit das so ordentlich abgestützt wird. Und dann seid ihr mit der Stange fertig. Dann kommt die, ja, ich fang links an. Stützstange hinten, sage ich mal, nenne ich mal einfach so. Die wird da hinten als Stütze benutzt und gleichzeitig wird daran gleich, das werdet ihr sehen, die Seitenwand befestigt. Aber das kann ich auch auf die andere Seite gehen. Hier seht ihr, wie das verbunden wird. Es steht auch extra links und rechts auf den Seitenwänden drauf. Und dieser ZIP hier, so nennen sich diese Reißverschlüsse, die werden quasi, ich versuche das mal zu zeigen, hier oben mit dem Reißverschluss verbunden. Und so habt ihr einen sauberen Übergang. Und unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass bei einem Starkregen ja, vielleicht ein paar Tropfen reinkommen. Das war es aber dann auch, ne? Ja. Mia macht jetzt an der Seite die Schaumstofffinger rein, damit es an der Seite nicht reinzieht. Muss man jetzt nicht unbedingt jedes Mal reinmachen. Ich sag mal, im Sommer, wenn es warm ist, kann man es auch sein lassen.
Aber wir sind jetzt noch im Osterurlaub. Da wird wahrscheinlich auch mal ein ordentlicher Zug kommen hier an der Nordsee. Und da macht das schon Sinn. Weil sonst zieht es. Ich wollte gerade sagen. Tiefe Einblicke, meine Damen und Herren. Die Verpixelte bitte, ja? Setz dann zwei drauf, bloß. Zwei die drauf, da sieht man gar nichts drauf. Gönn doch den Zuschauern auch mal ein bisschen. Da gibt es eh nichts viel zu sehen. Ja, das ist, wie ihr seht, ein bisschen Krummelei. Also wie ihr im ersten Teil gesehen habt, die Markise aufbauen dauert ja 5 Minuten, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Das Vorzelt, ja, ich würde schon mal sagen, halbe Stunde, wenn man das ordentlich macht, müsst ihr schon einrechnen. Wir machen das eigentlich nur, wenn wir etwas länger irgendwo stehen. Und da wir jetzt hier mehr als eine Woche stehen, macht das schon Sinn. Unser Luftvorzelt haben wir jetzt nicht mitgenommen, weil die Schlange umfällt. Sie unten. So. Stell die jetzt nach innen, weil die gleich auch nach innen muss. Ist das wieder lustig bei Camping mit Herz? Auch da gibt es so ein Loch. Muss ich euch jetzt nicht zeigen. Und das spannt man gleich dagegen. Unten gleiches Prinzip wie in der Mitte. Spannen, drehen, fest. So, jetzt musst ja, du bitte ich weggehen. Zur Seite. Jetzt wird dieser Reißverschluss angeschlossen. Haben wir die jetzt immer hier drüber oder drunter gelegt? Da drunter. Hallo. Jetzt gerade ein wenig. Das ist ein bisschen Formelei, aber ist nicht so schwierig. Nicht so schwierig, wie es aussieht. Dass es nerven würde. Und irgendwie lernt man das ja jedes Jahr. Ein halbes Jahr Pause war doch irgendwie wieder neu. Ich glaube, wir haben das doch so gemacht, weil so habe ich das Gefühl. So, beide Seitenteile sind drin. Jetzt gehen wir an die Vorderwand, oder besser Miriam geht an die Vorderwand. Dazu ist zu sagen, die besteht aus 3 verschiedenen Teilen. Die haben wir auch von Anfang an zusammen gemacht, sodass man das in einem Teil einziehen kann, das ist deutlich einfacher. Okay, du kannst anfangen. Ihr könnt sie natürlich auch getrennt einziehen, in 3 Teilen. Aber als kleiner Tipp, macht sie zusammen und zieht sie zusammen rein. So, dafür ist hier eine Kehlmaschine drin. Das sieht man einigermaßen an, versucht mal aufzukriegen. Da wird die reingezogen und dann an beiden Seiten mit diesem Reißverschlusssystem mit den Seitenwänden verbunden. Ich hoffe, wie gesagt, man kann das alles einigermaßen ordentlich erkennen. Weil die Sonne steht ein bisschen ungünstig. Ach, ich hab hier gezogen. Nee, brauchst du nicht. Jetzt. Ja, dabei. Kannst du ziehen? Nee, kann ich nicht. Jetzt. Ist wie ein Vorzelt einziehen. Bisschen hakelig. Auch mit 2 Mann. Würde ich immer empfehlen bei sowas.
eigentlich ganz gut zu machen. Stopp! Stopp! Entschuldigung. Zu weit gezogen, wieder zurück. Boah, das ist das dritte Teil, was mir da reinfädeln muss. Hast du? Nein. Jetzt. Okay, noch ein Stück. Stopp. So, drin. So, ihr seht, das Seitenteil ist drin. Nicht das Seitenteil, das Vorderteil. Geht die Miriam rein. Dann macht die Reißverschlüsse fest. Gehen wir mal hin. Zeigen wir mal kurz. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Boah, das ist doch zu dunkel bei mir. Hier seht ihr die Reißverschlüsse. Ich werde jetzt gleich nochmal losmachen, weil es einfach zu stark angezogen ist. Das sind die Sachen, die man, glaube ich, jedes Jahr wiederholt, wenn man es wieder vergisst. Also zuerst die Wände verbinden, dann hinten die Klettverschlüsse. Dann klappt das auch. Warte mal kurz, Miriam, ich komm mal rein. Und dann kann man das besser schaffen, glaube ich. Jetzt. So, Reißverschluss ist drin. Hier seht ihr, oben bleibt so ein ganz kleines Löchlein. Aber wie gesagt, also wir hatten hier noch keinen wirklichen Wassereinbruch bei starkem Regen. So, was ich euch noch kurz zeigen kann, bevor wir jetzt die zweite Seitenwand machen. Das ganze Zelt drumherum hat Moskitonetz drin. Und dahinter dieses, ja, ich sag mal Folienfenster. Ihr könnt es rundherum komplett aufmachen. Das finde ich super schön. Und ihr habt auch rundherum dieses Moskitonetz. Das heißt, so ein bisschen wie im Cabrio, ihr könnt hier wirklich komplett Durchzug machen. Das gefällt uns sehr an diesem Zelt. Okay, dann die andere Seite. So, letzter Reißverschluss. Dann haben wir es geschafft und ihr habt es geschafft. Und ihr habt gesehen. Ja, wie lange war das jetzt? Klettverschlüsse nicht dran machen, erst später. Besser ist das. Das haben wir eben an der anderen Seite schon gezeigt. Ich habe jetzt alle losgemacht. Erst alles verbinden, dann die Klettverschlüsse machen. Das machen wir jedes Jahr verkehrt. Ich zeige es euch aber gerne auch nochmal. Wir hatten gerade diese Klettverschlüsse hier festgemacht und dadurch war es hier vorne zu spack und wir konnten es nicht zumachen. Das heißt, Klettverschlüsse auflassen, alles verbinden und dann Klettverschlüsse zumachen. Und dann klappt es auch mit dem Reißverschluss. Was ist das hier? Perfekt. Was ist denn das hier? Ist das ein Hund? Hallo. Wir hoffen, euch hat unser Aufbauvideo gefallen. Hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein neues Video mehr. Aber bevor man die Glocke aktivieren kann, muss man abonnieren. Gut! Okay, irgendwann lerne ich das. Wir wünschen euch weiter eine schöne Campingzeit. Bleibt bei uns, bleibt uns treu. Ich bin der Chris. Ich bin die Mirja. Und zusammen sind wir Camping mit Herz. Tschüss. Und nicht vergessen, abspannen. Tschüss.